Ja, hallo, Michael Kotz, der Rucksackunternehmer. Willkommen in diesem fantastischen Tag zum besten Soundvideo aller Zeiten. Ah, wir schauen einfach mal. Wie du 2000 Euro pro Monat mit YouTube verdienen kannst mit dieser Nische. Oh, 2000 Euro im Monat ist doch gut, oder? Geldautomat 2000 Euro. Einfach mal ein paar Videos machen. Ah, ob das wirklich funktioniert, das sehen wir jetzt. Such dir aus. Türchen 1, Türchen 2 oder Türchen 3. Der Nikolas. Business ist das. 630 Leute haben sich das Video angeguckt. 2 Daumen runter nur. 29 Daumen hoch. Ja, dann müsste das Video ja cool sein, oder? Das schauen wir uns an. Ah, okay, komm. 2000 Euro oder noch mehr nur mit YouTube AdSense verdienen. Und das pro Monat. Ich werde... Ja, je nach Nische musst du da schon ein paar tausend Aufrufe haben am Tag. Also, wenn das eine Nische ist, wo du nur 2 Euro verdienst pro 1000 Aufrufe, ja, dann sind schon viele Aufrufe. Ich will dir heute ja eine neue Nische vorstellen, die mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wo Leute ohne Voiceover Geld mit YouTube verdienen. Ja? Und das jetzt nicht, indem sie einfach nur Videos runterladen und wieder hochladen, sondern schon ein neues Werk kreieren. Nicht einfach runterladen, nein, das funktioniert nicht mehr, nein. Und da gibt es Leute, die verkaufen einen Kurs, wie du ein Video runterlädst und dann wieder hochlädst und dann auf einmal Millionär wirst. Oh. Aus meiner Sicht ist aber das Ganze mit ein bisschen Arbeit für jeden möglich, es ja 1:1 nachzumachen, wie die Kanäle, die ich dir heute vorstelle. Ich werde dir mal 2 Kanäle aus dem englischsprachigen Bereich zeigen. Das Ganze gibt es so im deutschsprachigen Bereich noch nicht. Ja, klar ist, dass ein YouTube-Kanal erstmal ein bisschen Zeit braucht, um zu wachsen, habe ich auch schon häufiger mal gesagt. Ja, also da musst du natürlich ein bisschen Zeit einplanen. Und auch die Videos, die ich dir zeige, sind schon etwas aufwendiger. Aber wie gesagt, du musst weder vor der Kamera stehen, noch musst du reden. Aber du musst ein bisschen bearbeiten. Das Videomaterial ist allerdings schon bereits vorhanden. Und wie genau das Ganze funktioniert, ja, und klauen wir Videomaterial, schneiden es zurecht und laden es wieder hoch? Also, eine lustige Geschichte. Kann ich nächstes Mal zeigen. Ich habe ja diese ganzen Vlogs gemacht, ne, von meinen Weltreisen und so, wo ich da echt ein paar wieder gelöscht habe und ein paar habe ich noch online und so. Meistens habe ich Lizenzrechte-Probleme gehabt mit Musik. Und ein Video ist noch online. Ich glaube, das war ein Video in London. Ich hatte nämlich noch mal letztes Mal geguckt und ich habe in diesem Video, wo ich einfach nur durch die Stadt laufe, durch Geschäfte, London oder Paris, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, ich war in so eine kleine Spielhölle drin, wo Kinder spielen können oder so, wo es dann halt Autofahren gibt und keine Ahnung was und so Air Hockey und sowas alles. Und dann läuft Musik. Und dieser kleine Videoclip oder so hat 4 Strikes bekommen, also keine Strikes, also Copyright-Verletzungen es gab, weil im Hintergrund Musik läuft. Und teilweise ist die Musik so leise, weil natürlich in so einem Spielhalle die Kinder machen Palaver, Airhockey macht Palaver und so, ich rede und so. Und dafür habe ich trotzdem dann noch, so kann das nämlich kommen. Und ein paar Videos habe ich gelöscht. Ein paar Videos war so, in bestimmten Ländern wurden die ganz gesperrt, diese Videos. Weil ich dann halt teilweise in New York, ich habe in New York sehr, sehr viele Geschäfte besucht und habe euch mitgenommen und so. Bei ein paar musste ich dann den Ton rausschneiden. Ich weiß, in einen Süßigkeitenladen, ich glaube, das Video ist noch online, musste ich die ganze Tonspur rausschneiden, vom Betreten des Süßigkeitenladens bis zum... Und ich habe mir Sachen angeguckt, habe euch das in der Kamera gezeigt und so. Nur im Hintergrund lief Musik. Das ist sehr, sehr übel. Ich habe sogar einen Copyright-Vermerk gehabt für Musik, die im Autoradio lief, wo ich vorbeigegangen bin. Müsst ihr aufpassen. Wovon ich rede, das werde ich dir gleich erklären. Und wenn dir das Ganze gefällt, kannst du es natürlich auch selber gerne umsetzen. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest. Ja, das wird natürlich meinen Kanal sehr gut supporten und falls du noch auf meinem Kanal bist, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest und natürlich die Glocke aktivieren würdest. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um die Luxusnische, Autonische, Motivationsnische, so würde ich es insgesamt zusammenfassen, auf YouTube. Ja, und besonders im englischsprachigen Raum gibt es dort eine ganze Menge Videos. Ich denke, viele von euch haben auch schon mal sich solche Motivationsvideos angeguckt. Ja, manchmal sind es ja auch irgendwelche Motivationsvideos im Bereich Fitness oder sowas. Aber das gibt es natürlich ja auch im Bereich Business, sag ich mal.
Und die Kanäle machen das ziemlich geschickt. Ja, sie nehmen nur Content von anderen Leuten, ja, verlinken natürlich das Ganze, promoten sozusagen auch deren Seiten, auch von Ferrari, McLaren und so weiter, von den offiziellen YouTube-Kanälen, nehmen sie zum Teil den Content. Sollte man echt aufpassen, ne? Gerade so, wenn dann halt die Urheberrechtsreform kommt, jetzt irgendwann die nächsten Monate, früher Artikel 13, jetzt Artikel 17, keine Ahnung was, kriegt man sehr viel Ärger, ne? Also, und gerade diese Firmen, es wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Sollte man echt aufpassen, wenn du dir natürlich die Mühe machst, schreibst die Firmen vorher an, die Presseabteilung, hey, darf ich Ausschnitte ihres Videos nehmen, um meinen Content zu erstellen und so, und du hast die Genehmigung, und dann ist es vielleicht was anderes, aber alles andere wird dann kritisch, weil stell dir mal vor, du hast einen Kanal aufgebaut, hast bei diesen 3 Strikes, werden alle deine Kanäle gelöscht, ne? Und du bist gebannt von YouTube, du darfst keinen YouTube-Kanal mehr aufmachen, rein theoretisch. Und bauen daraus wieder ein neues Video zusammen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, und ich werde dir erklären, wie du das Ganze auch umsetzen kannst. Das ist wirklich nicht so extrem schwierig. Klar, man muss ein bisschen lernen, Video zu schneiden. Aber viel mehr ist es auch wirklich nicht. Und deswegen starten wir mal direkt rein. Der erste YouTube-Kanal, ja, von dem ich rede, ist Build Empire. Kannst du dir auch mal gerne anschauen. Der ist natürlich auch monetarisiert. Und wir schauen uns erstmal die Daten an, bevor wir jetzt hier auf die Videos gehen. Die Daten sehen folgendermaßen aus, ja, hier ungefähr 700.000 Aufrufe pro Monat. Du weißt, das ist ja mehr oder weniger die Business-Nische, Motivationsvideos. Die werden jetzt hier keine CPM haben von 20 oder 30 Euro, aber 8 bis 12 Euro in so einem Bereich ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, die RPM wird auch irgendwo zwischen 5 bis 7 Euro oder Dollar auf jeden Fall liegen. Ja? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, wo deine Videos angeschaut werden. Gerade im englischsprachigen Raum, wenn du echt amerikanische Zuschauer hast, kann das sehr, sehr cool sein. Aber sobald du halt Leute hast, auch aus Indien oder anderen asiatischen Ländern, die auch englische Videos angucken, Motivationsvideos, sind die im Keller. Also der Durchschnitt ist dann schon sehr gering. Also im amerikanischen Raum ist sowieso ein bisschen geringer der Verdienst. Also es gibt natürlich auch viel mehr Videos und so. Aber man kann trotzdem noch gut Geld verdienen im amerikanischen Raum, ganz klar, aber ja, schauen wir mal. People, 76 Uploads und das ist eigentlich alles sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, die Daten, auf den ersten Blick. Ja, irgendwo in diesem Bereich, das heißt, ja, zwischen 2.500, 3.500 Euro kann dieser YouTube-Kanal auf jeden Fall machen. Und das gerade mal mit 76 Uploads. Ja, der Kanal wurde hier im April 2019 gegründet und hat schon 80.000 Follower. Das Coole ist auch noch, dass sie mit Affiliate-Marketing arbeiten. Das schauen wir uns dann gleich mal genauer an, wenn wir in der Videobeschreibung sind. Also der wächst 100 bis 300 Abonnenten am Tag. Ja, das ist nicht die hundertprozentige Zahl. Die sind immer so ein bisschen aufgerundet, abgerundet, die Zahlen oder so. Aber das ist schon, ja, fast 6.000 Abonnenten im Monat dazu. Ja, genial. Das ist hier so durchschnittlich 23.000 Aufrufe pro Tag und ja, fast 200 Abonnenten kommen hier pro Tag hinzu. Ja, du kannst natürlich, wenn du so einen YouTube-Kanal aufbaust, dann beispielsweise auch noch ein Instagram-Profil pushen, wo du dann auch solche Motivationssachen machst. Ja, das ist dann natürlich einhergehend. Ganz ehrlich, wenn du das machst, dann ist TikTok und Instagram Pflicht für dich, um dort auch noch Reichweite abzugreifen, um dort auch noch etwas aufzubauen und die Videos in die Story zu promoten und so. Das ist fast Pflicht, auch TikTok. So Ausschnitte dann schon mal, wenn du schon mal am Bearbeiten bist, kleine TikTok-Videos daraus zu machen und so. Auf jeden Fall. Also das eine machen zusätzlich noch das andere. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal, ja, so ein Video an oder die Videos an von diesen Kanälen. Das hier sind die Videos, Billionaire, Luxury Lifestyle, ja, dann hast du hier die ganzen Hashtags, also die ganzen Episoden sozusagen davon, ja, ist immer derselbe Titel, ja, das pusht vor allem den Algorithmus, der Kanal wird genau in eine Nische eingeordnet und dann werden die Videos nach und nach vorgeschlagen. Wir können ja mal schauen, wie viele Klicks hier so das beliebteste Video hat von den, ja, 1,1 Millionen Aufrufe, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir gehen jetzt mal wieder zurück auf neueste Videos.
Ja, und die Thumbnails sehen natürlich auch alle ziemlich gut aus. Auch schon mal vorweg, die Thumbnails sind auch nicht selber irgendwie erstellt worden oder von Pixelbay, sondern die gibt es bereits schon auf YouTube. Und das werde ich dir nämlich jetzt mal zeigen. Wir gehen jetzt hier mal auf das Video drauf, weil ich hier sowieso schon drauf war. Also siehst du auch, Like-Dislike-Verhältnis sehr, 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 sehr gut. Und jetzt gehen wir in die Videobeschreibung rein. Und wir können auch erstmal einmal hier kurz reinschauen, damit du weißt, wovon ich hier rede. Du kennst wahrscheinlich solche Videos. Ja, hier sind einfach Clips zusammengeschnitten. Ja, jetzt haben wir hier einen Lamborghini. Ja, hier haben wir irgendwelche Villen, irgendwelche ja, tollen Luxus-Apartments. Und das Einzige, was hier ist, das ist schon Video-Credits. Und hier werden die ganzen YouTube-Kanäle bzw. die ganzen Videos verlinkt, von denen die Schnipsel stammen. Ja, und das sind die offiziellen YouTube-Kanäle beispielsweise von Lamborghini oder Mercedes-Benz. Manchmal sind es natürlich auch von Privatpersonen, die Videoausschnitte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Personen hier in der Videobeschreibung verlinkt sind. Ja, wenn ihr einfach. Rein theoretisch ist es auch kackegal. Ja, man macht diese Quidditz, aber du hast dann trotzdem nicht die Rechte, nur weil du die Quidditz. Also, es ist sehr, sehr heikel. Ne? Also, nur weil du sie benennst, woher du den Content hast, den du geklaut hast, hast du kein Recht, es zu klauen. Verstehst du? Sehr, sehr lustig, oder? Ein Video runterlädt und wieder hochlädt, dann wird das Ganze nicht monetarisiert. So baut er hier ein neues Werk zusammen. Ja, editiert das Ganze ein bisschen, hat ein Intro, hat ein Outro und natürlich noch ein Logo, was du aber innerhalb von 10, 15 Minuten erstellen kannst. Das ist nicht so besonders schwierig. Und auch hier siehst du das Thumbnail, ja, wovon ich auch gerade gesprochen habe, einfach von Instagram bzw. von YouTube genommen. Weißt du Bescheid, ne? Als ob du jetzt einfach dann halt ein Instagram-Bild runterladen kannst und der Fotograf hat da keine Rechte. Was soll das? Du gehst nicht die Rechte. Also, wie gesagt, kannst du gerne machen. Er beruft sich da auch auf irgendwas, Sektion Copyright Act, keine Ahnung, Fair Use und so. Ja, ist amerikanisch oder so. Aber das heißt trotzdem nicht, wenn das dann in Deutschland abzuspielen ist oder in Italien, Ferrari oder so, dass die ja irgendetwas machen können. Ja, also in Amerika gibt es dieses Fair Use-Dingsbums da irgendwie, aber in Deutschland zum Beispiel nicht. Also, Also auch dort nichts Außergewöhnliches gemacht, außer eine Sache runtergeladen, bisschen bearbeitet. Ja, du hast ja gesehen, dass da noch Text auf dem Thumbnail drauf war. Das hat er einfach mit Canva beispielsweise draufgeschrieben. Und dann natürlich noch die Musik. Ja, das ist ein typisches No Copyright. Die musst du natürlich auch immer in der Videobeschreibung verlinken. Ja, kennen ja die meisten hier so No Copyright Sounds, die man auch kostenlos natürlich verwenden darf. Und auch das ist dann hier in der Videobeschreibung drin. Und dann hat er hier noch diesen Copyright. Disclaimer. Ja, hier steht dann auch nochmal, dass man seine Videos auch dorthin schicken kann und so weiter und dass sie natürlich auch immer hier Credits geben zum einzelnen YouTube-Kanal. Ja, das ist wichtig, dass du das natürlich auch bei dir reinschreibst. Wie gesagt, du kannst das Ganze auf Englisch machen oder natürlich auch auf Deutsch. Ja, aber der Kanal hat es ja schon vorgemacht und wenn das bei ihm funktioniert, dann funktioniert das Ganze natürlich auch noch bei dir. Ja, gerade wenn es noch sehr, sehr wenig Leute machen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass hier immer die ganzen Credits in der Videobeschreibung drin sind. Und jetzt wird schon interessanter. Hier geht es beispielsweise darum, dass er sein Fiverr-Profil pusht. Ja, denke ich mal zumindest, weil da steht auch I will teach you how to grow a YouTube-Channel, bla bla bla. Er hätte auch vielleicht hier eine eigene Website erstellen können. Aber er macht das ja hier über Fiverr, können wir auch mal drauf gehen. Ja, und wird damit sicherlich noch einige Leute erreichen. Und dann hier siehst du es auch schon, das Instagram-Profil wird auch noch gepusht. Ja, also wirklich sehr, 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 sehr gut aufgebaut. Hier hätte man natürlich noch mehr Links. Er hat doch gesagt, er macht noch Affiliate-Markt. Ich sehe jetzt, ja, der Fiverr könnte ein Affiliate-Link sein, weiß ich gar nicht. Ist das ein Affiliate-Link oder sofort zum Profil? Aber hat er nicht gesagt, der macht noch Affiliate-Marketing? Ich sehe ja keine Affiliate-Marketing-Links großartig. Oder ich habe es übersehen. Theoretisch reinpacken können. Ja, das hier ist sein Fiverr-Profil. Ja, hier hat er so ein Starter-Paket für 100 Euro. Bis 260 Euro geht das Ganze hoch. Und hier haben die noch ein Instagram-Profil. Ja, das hat doch nicht mehr so viele Follower hier gerade mal. 4000 ist aber jetzt auch nicht so wenig, gerade da sie ja auch noch den Trust von YouTube haben. Ja, und sowas kannst du natürlich auch im Video immer noch gut verlinken. Also, das hier ist die heutige Nische. Ja, die Kanäle, die er hier aufgelistet hat, auf die Kanäle kannst du auch drauf gehen. Du solltest natürlich nicht das Video 1 zu 1 genauso nachbauen. Ja, es gibt ja Zehntausende, Hunderttausende von Videos, wo es irgendwelche Luxusautos gibt. Ja, und diese ganzen Aufnahmen von irgendwelchen Villen. Und du kannst halt immer 20, 30 Sekunden Ausschnitte nehmen und die hintereinander schneiden mit geiler Musik. 30 Sekunden?
Also wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, würde ich dann halt weniger als, also, okay, ah, komm. Ja, mit diesen ganzen Drohnenaufnahmen, mit diesen Drohnen-Shots, ja, so werden ja die meisten Videos hier mittlerweile erstellt. Wie auch am Anfang, als wir uns das gerade bei dem Auto angeschaut haben, hier natürlich auch das Haus. Und das ist das, was sich die Leute natürlich sehr, sehr gerne anschauen. Ja, ich möchte auch noch mal einen weiteren Kanal zeigen, der macht genau dasselbe, der heißt Lifetime Winners. Und auch hier, er macht 540.000 Aufrufe im Monat, Oh. 32% weniger Klicks gemacht. Als davor, 32,4% weniger. Und ja, auch er wird aber hier mit 2.000, 3.000 € nebenbei Minimum verdienen, alleine nur durch Google AdSense. Ja, auch genau dasselbe Konzept, ja, für die Thumbnails sogar vom anderen Kanal. Vielleicht sogar noch einen Ticken besser, aber er macht auf jeden Fall hier auch sehr, sehr starke Aufrufe. Ja, aber die Thumbnails sehen auch gut aus. Ja, es ist genau dasselbe. Die Titel sind manchmal ein bisschen unterschiedlicher. Hier ist aber auch wieder komplett dasselbe. Ja, also auch immer wieder dieselben Titel genommen. Und auch wenn wir hier auf die Videos draufgehen, ja, wieder genau dasselbe. Irgendwelche Aufnahmen, ja, von den Autos, von Luxusvillen, von, ja, was weiß ich, woher hier irgendeine Frau, die hier im Pool drin ist, wie auch immer. Ja, und das sind dann halt die Videos, die gerne halt geschaut werden. Ja, Motivationsvideos. Und du kannst genau das Ganze eins zu eins nachmachen. Das heißt, was braucht. Also wenn du auf jeden Fall so etwas machst, überleg dir einfach und sei dir bewusst, es ist echt an der Grenze des Copyrights und alles Mögliche dran. Also eigentlich ist es nicht an der Grenze dran, sondern schon überschritten. Und du hast diesen Kanal aufgebaut und bekommst dann auf einmal Ärger, weil es kann ja auch sein, dass sich erstmal überhaupt keiner regt. Es kann ja auch sein, dass sich überhaupt keiner regt. Und du baust diesen Kanal auf, hast 77.000 Abonnenten, verdienst 2.500 € oder so. Und dann auf einmal findet jemand seine Videoschnipsel in 10 Videos von dir. Und du bekommst auf einmal 10 Unterlassungsdinger für Videos oder so. Ja, also da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen. Ne? Das Model zum Beispiel gerade. Der Videofilmer, der Fotograf, der Fotos und. Ja. Also es kann da echt sein, dass das relativ schnell auf einmal geht. Bam, auf einmal für 10 verschiedene Videos Strikes bekommen oder sonstige Sachen. Oder Ausschnitte davon, ne? Gerade mit den über 30 Sekunden und so. Ach ja. Brauchst dafür als erstes ja, kostenlose Schnittprogramme. Ich nutze sogar auch heute noch ein kostenloses Schnittprogramm, einfach DaVinci Resolve. Ja, ist ein gutes kostenloses Schnittprogramm. Ja, also nutze ich schon seit Jahren und ist auch ziemlich anfängerfreundlich. Klar, muss man sich vielleicht auch mal ein, zwei Tutorials anschauen, damit man so etwas verstanden hat. Und dann machst du halt das nächste. Du kannst hier immer das YouTube-Video runterladen und dann nimmst du halt einen kleinen Ausschnitt aus dem YouTube-Video. Du kannst auch zwei, drei Ausschnitte nehmen, nur die solltest du natürlich dann nicht aus einem einzelnen Video hintereinander anfügen. Ja, dann nimmst du einen Ausschnitt von dem einen Video, dann das andere, dann das andere und dann nach dem fünften Video kannst du wieder eins vom ersten Video nehmen. So, dass es natürlich auch alles zusammenpasst. Ja, das heißt, dann hast du schon mal beides zusammengeschnitten und dann, wie gesagt, ja, es wird hier auch diese No Copyright Music verwendet und da haben wir auch schon den Kanal. Ja, 30 Millionen Abonnenten und die Videos kann man hier wiederverwenden. Wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, das heißt, die Videos, die Musik können wir hiervon wiederverwenden, dann steht das hier immer: ja, when you are using this track, we simply ask that you put this in your description. Ja, hattest du ja auch bei ihm gesehen. Einfach, wenn du jetzt dieses Lied verwenden würdest, das in deine Videobeschreibung natürlich einpacken. Und wie gesagt, die ganzen Kanäle verlinken und die Videos, von denen du die Ausschnitte nimmst. Ist ein bisschen Arbeit, dafür kannst du aber auch dann wirklich gutes Geld nebenbei verdienen, Instagram-Profil aufbauen und natürlich auch noch mit Affiliate-Marketing arbeiten. Ja, gehst auf die Kanäle drauf, guckst dir an, von welchen Kanälen sie die Ausschnitte genommen haben, kannst die ganzen Kanäle auch abonnieren, ja, kriegst auch immer die neuesten Videos von denen und dann lädst du die Videos runter und baust auch ein eigenes Werk zusammen. Hier mit Canva kannst du dann beispielsweise kleine Thumbnails erstellen, du kannst hier ein kleines Outro erstellen, kann man mittlerweile auch, ja, kannst du einfach dann kostenlos runterladen und ganz wichtig, ein Logo. Ja, dass das auch im Video drin ist, YouTube muss sehen, dass du dir da wirklich Mühe gegeben hast, ja, und ein eigenes Werk kreierst. Und nicht einfach ein komplettes Video runterlädst und einfach wieder hoch. Echt? Macht das einen Unterschied aus, ob ich da ein Logo drin habe oder nicht? Okay. Habe ich noch nie gehört von. Das ist so, ja, vielleicht mache ich jetzt auch ein Logo rein.
Ist ne, da oben muss ein Logo rein irgendwo. Irgendwo packe ich jetzt ein Logo rein. Ja, Kauf bei mir. Mein Jetset Affiliate System. Ja, ich brauche ein Logo. Eine Mütze. Ja, und eine Rolex. Okay. Und als letzten Step kannst du beispielsweise auf Digistore gehen und ja, ein Informationsprodukt. Genau, mein, du machst das und packst einen Affiliate-Link zu meinem Jetset Affiliate-System darunter. Ja, das ist doch cool, oder? Beispielsweise vermarkten, gehst du auf den Marktplatz und suchst ein passendes, ja, vielleicht auch nur Buch raus, wie auch immer, das ist natürlich dir überlassen. Und dann kannst du genau so den YouTube-Kanal aufbauen, auch wenn wir hier noch auf den Kanal von E-Mail draufgehen, bei Build Empire. Du siehst auch hier dieser Kanalbanner. Ich bin sehr sicher, dass er mit Canva gemacht wurde. Ja, nichts Außergewöhnliches, einfach nur der Name. Wofür steht der Kanal? Luxury Lifestyle, Build Empire, fertig. Ja, Logo kann man sich gut merken, auch nichts Außergewöhnliches und fertig. Das war's. Ja, nichts Besonderes. Wenn wir jetzt hier auf Kanalinfo draufgehen, steht hier auch nochmal kurz ein bisschen, was, wofür der Kanal steht. Da hat hier schon 6,7 Millionen Aufrufe knapp gemacht. Wirklich ziemlich stark und ja, fertig. Ja, du kannst dann direkt starten, Videos hochzuladen. Natürlich nicht mehr als ein Video pro Tag. Ja, und dann bleib einfach mal dran und schau mal, was nach 10, 12 Wochen passiert. Ja, YouTube ist eine langfristige Sache, da funktioniert wenig in den ersten 2, 3 Wochen. Ja, nach und nach siehst du, dass die Klicks steigen. Wenn du genau natürlich jetzt ein Trendthema beispielsweise abpasst, ja, und ein Video geht viral, das kann immer mal passieren. Aber geh eher davon aus, dass du die Regel bist und nicht die Ausnahme. Und in der Regel dauert es halt einfach mehrere Wochen, manchmal 2, 3 Monate, bis ein Kanal dann richtig anfängt zu wachsen. Ist eigentlich immer so. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Video einloggen. Ja, also die Nische ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool, die Nische. Also Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Ein bisschen Schwierigkeiten halt mit den ganzen Sachen zusammenzuschneiden aus ganz, ganz vielen Videos. Wie gesagt, selbst bei Vlogs habe ich Probleme gehabt. Ja, aber generell, ja, kannst du machen, ist natürlich eine coole Nische. Das ist, die Leute schauen sich so etwas an. Das ist Unterhaltung und so. YouTube ist Unterhaltung. Mein Name ist Michael Kurzer. Ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab und ich bin raus. Ciao.